Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked. Fallout 4. Wir sind ja gerade erfolgreich raus aus der, Gedächtnislücke von unseren, Typen, Nick. Okay. Sicher, sicher. Nick, du hast ja hier noch gesessen. Da ist der zerstörte Roboter. Verdammt, wo ist Nick hin? Okay. Puh. Wo ist Nick? Nick, du machst mir echt Sorgen. Aber, warte, wir sollen da noch mal zurück. Warum das denn? Okay. Sollen hier entlang? Nee. Wieder zurücklaufen oder was? Nee, das meinen die nicht, wo wir hergekommen sind. Okay. Aber warum zeigt er mir an, dass ich da durchgehen soll? Das verstehe ich jetzt gerade null. Die habe ich geplündert, oder? Oh. Ja, komm, die nehmen wir jetzt auch nochmal Alles, was du mit. nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Jo. Werden wir dann machen. Okay, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Power-Rüstung. Ist das vielleicht die dritte Power-Rüstung? Gesegnet sei der hohe Beichtvater, der uns auf dem Weg zur Spaltung beschützen wird. Okay. Pass auf sie auf, wenn sie durch den Nebel reist. Wer auch immer so laut betet, das ist echt laut. Oh, Zement sagt mir. Oh, Klebeband. Klebeband! Das ist immer gut. Leere Dosen. Erstmal alle mitnehmen. Das heißt, Reparatur für unsere Power-Rüstung nämlich. Keine Gnade für jene, die unsere Familie. Oh, Kanonenkugeln. So. Ist da irgendwas unterm Hütchen? Das war's doch nicht. Ich wollte ja nicht rausgehen. Ich glaube, Y war das mit anheben. Okay, kann ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt hier weiter rein. Ihre Mauern zertrümmern und ihre Ketzerei ins Meer treiben. Ihre Mauern zertrümmern. Ach, sie meinen Ferrara. Natürlich gucken wir einmal hier oben alles ab. Also was soll denn das? Lassen uns auch hier nicht lumpen. Nee, sonst ist ja nichts mehr. Okay. Einmal abspeichern. Nee, da ist nichts. Kleber vom Feinsten. Okay. Patronen. Okay. Plasmagranate und
Ja, okay, dann nehmen wir erstmal alles mit. Wer weiß, wie oft wir hier noch hinkommen. Ich glaube, nie wieder mehr. So, ganzes Schiff kaputt. Achso, wir sollen jetzt rausgehen, ja? Dimas geheime medizinischen Dings holen. Beschaffe dir kurz für den Todmannschalter. Finde heraus, wo sich die Startschlüssel der Atommarken befinden. Okay. Das sind schon mal 3 von 5. Okay. Berge, Nuka aus. Berge Raketen, Berge Klebstoff. Achso, das sind ja noch die Roboter, die ich damals noch losgeschickt habe. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier fett raus. Und deren Dekontaminationsteil ist auch geil hier drinnen. Wirklichkeit werden die alle dekontaminiert hier. Anstatt eine extra Strahlung zu bekommen. Na, nochmal rausgehen. Welches dekontaminiert? Mal gucken. Wie viel Rekt habe ich jetzt gerade? 4 Effekte. Maulwurfsrattenkrankheit, okay. Ne, ich werde nicht dekontaminiert. Schade. Ich dachte, es wäre jetzt hier so ein kostenloses Rat-Dusche. Na gut. Dann holen wir erstmal die Sachen. Eine Power-Rüstung. Die hätte ich auch noch gerne. Ja. Apropos Power-Rüstung. Wir müssen irgendwann nochmal Sanctuary weiter ausbauen. Größer machen. Lass dich leiten von seinem Licht. Boah, quatsch mich noch immer von der Seite an, ey. Du siehst schon, dass ich hier in der Power-Rüstung drin bin. Alter Scheiße, quatscht der mich von der Seite an. So, wir gehen jetzt am besten dann. Gehen wir erst hier nach oben. Todmannschalter. Dann hier drinne die Erinnerung und dann da hinten hin. Okay, das heißt, machen wir eine Schnellreise? Ja, wir machen eine Schnellreise. Dafür ist es da, die Schnellreise. Wunderschön, wunderschön. So. Nein, da will ich nicht. Aber hier entlang. Mann, Jungs. Ich bin ja eh stärker als ihr. Also. Was war das? Weiß ich nicht. Ach, Experte auch noch. Okay. Apropos Experte. Wartet mal. Und zwar, ich habe Folgendes installiert. So. Einiges müsste das gehen jetzt mit dem Lockpicker. Dass wenn ich die jetzt ansetze, ich einiges den grünen Balken sehe. Weil wir haben ja eh Schlösser auf volle Pulle. Wozu dann noch
Ja. Na gut. Ja, nimm, ach komm, nimm mal mit. Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Gucken wir mal die 1, die 2, die 3, nee, die 5, die 6. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Dann halt so. So, nukleares Material war hierbei. Den Safe nehmen wir auch nochmal mit. Sehr schön. Och, da liegt noch Vorkriegsgeld. Oh, wie viel denn hier noch? So. Geschafft. Was haben wir hier? Nehmen wir das alles mit. Dich auch noch. Das Fleisch kann er behalten. Keramik nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Technische Dokumente. Okay, gut. Jetzt aber. Ab hin da. Ja. Ist mir egal. So. Genau, nachladen. Dankeschön. Hier haben wir sonst nichts mehr. Okay. Ist okay, Nick. Ist okay. Ach, das sind diese komischen Viecher, die sich hier auf die Lauer legen. Nehmen wir noch mal dieses paar Kraut mit hier ein bisschen. Nachladen. Was war das? So. Ach. Fast drüber geschafft. Okay. Ausbuddeln. Sehr schön. Okay. Rede mit Dima über das. Okay, den Totmannschalter. Abgeschossen. Beschaffen den Totmannschalter. Ja. Dann werden wir mit Dima über den Totmannschalter reden. Ach so, das war ja auch schon hier direkt. Okay. Ja, nur Pilz lassen wir jetzt hier. Sonst ist hier nichts mehr.
Yep. Du spielst hier mit dem falschen Zünd. Ja, ja. Oh. 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 Halt, 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 halt. War wohl der letzte. So. Miss Königin. So, her damit. Irgendwie stehe ich hier gerade. Jetzt hast du ein Problem. Warum komme ich da nicht weiter hin? Ich fühle, dass das Segelboot da. Kannst du nicht weiter. Ach, ich bin am Kartenrand, hä? Oh. Ich wollte mir noch das Segelboot da anschauen. Och, Menno. Na gut. Nee. Stimpack war das. Gut, sehr schön. Okay, dann reisen wir jetzt dahin und holen medizinische Einrichtung. Gut. Ach Mann, jetzt habe ich aber gedacht, ich kann jetzt hier, ja, zackig machen. Oh, kann mir das Dings angucken, das schöne Segelboot, aber schade. So, ich nehme mal einen Schluck Wasser. So. Dein Pitboy hört sich wenig begeistert an. Jetzt werden wir von hier verschwinden. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken auf die Karte. Das war oberhalb. Okay. War das gerade die? Nee, hier haben wir ja schon die Power-Rüstung raus. Die wurde ja gar nicht jetzt auf die Karte markiert. Bringt Dimas Geheimnis in Erfahrung. Lokal? Okay. Ach genau, das war dieser Schutzraum hier unten. Stimmt ja, ja genau, genau, genau. Ja, genau, daran. Okay. Wiedergabe. Tut es weh? Ja, es ist, als würde alles, was man ist, herausgerissen und durch etwas jemand anders ersetzt. Ich bin bereit. Ich wünschte nur, ich könnte allen Lebewohl sagen. Niemand darf davon erfahren. Hier geht es nicht nur darum, Verhaber zu infiltrieren, sondern darum, der Mensch zu werden, den die Synths brauchen, die hier ankommen. Es ist vernünftig, sie als Lebewesen zu akzeptieren. Sie sind nicht besser oder schlechter als Menschen. Du wirst Teil der Brücke zwischen unseren zwei Welten sein. Aber das alles ist verloren, wenn jemand bemerkt, dass es künstlich geschaffen wurde und du ein Synth bist. Musste sie sterben? Die
Frau, die ich ersetze. Gott, sie ist so wunderschön, wie sie dort liegt. Bitte nicht. Ihr Blut klebt an meinen Händen, nicht deinen. Okay. Avenas Schädel. Avenas Medaillon nehmen. Hey, hast du was auf dem Herzen? Optional melde dich wieder bei... Okay. Hey, Valentine. Hey, hast du in Dimas Erinnerungen was gefunden? Einen Beweis dafür, was wirklich zwischen uns war? Willst du das wirklich wissen? Willst du das wirklich wissen, Nick? Ja. Ich muss zugeben, dass Dima recht haben könnte. Und dass ich mich nicht an ihn erinnere, ist beunruhigend. Aber ich muss die Wahrheit erfahren. Hör dir dieses Holoband an, Nick. Das sind Daten, die wir aus Dimas Speicherbänken haben. In Ordnung. Das wird nicht lange dauern. Oh Gott. Dima hat mir wirklich bei der Flucht aus dem Institut geholfen? Ich wurde nicht einfach nur weggeworfen. Ich war wahrscheinlich noch von einem der Experimente benebelt. Hab ich ihn wirklich angegriffen? Hat er mich wirklich zusammengeschlagen und zum Sterben zurückgelassen? Verdammt. Warum erinnere ich mich nicht? Alles in Ordnung? Schon okay. Du bist kaputt? Nee. Alles in Ordnung? Sieht es für dich etwa so aus? Tut mir leid. Ich wollte Beweise für Dimas und meine gemeinsame Geschichte. Jetzt muss ich rausfinden, was ich damit anfange. Soll ich ihm meine Chance geben? Versuchen, ihn als Bruder anzunehmen? Vielleicht ist er der einzige andere Synth-Prototyp. Was willst du tun? Deine Entscheidung. Dima gehört nicht zur Familie. Dima... Gib Dima eine Chance. Ja, Die Frage lautet wohl, was willst du, Nick? Willst du einen Bruder in deinem Leben? Und falls ja, würde ich wollen, dass Dima dieser Bruder ist. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber wenn sie aus dem Labor stammt, wird es verrückt. Deine Entscheidung. Du kennst die Antwort wohl schon, Nick. Ich muss dir das nicht sagen. Beim nächsten Mal in Arcadia bin ich ein bisschen netter zu dem alten Synth. Verlorene Zeit wieder aufholen. Ach ja, danke. Ohne dich würde ich die Wahrheit nicht kennen. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall jemand gestorben. Also umgebracht hat er sie. Gut, dann wissen wir auch davon Bescheid. Jetzt holen wir nur noch die Aktivierungscodes, waren das? Ganz rasch. Nicht wahr, Nick? Ja. Das werden wir machen. Erdgeschoss. So, da lang ist irgendwie ein Ausgang. Da ist gerade irgendwas Großes drin. Ah, nochmal. Oh, okay. Nochmal. Sag Bescheid. Na. Cool. Ah, Systemfehler. Wer das liest, sollte diese Tür lieber nicht öffnen. Ich habe Krong dort eingesperrt. Und wenn er rauskommt, dürfte er nicht sonderlich erfreut sein. Okay. Er ist tot. Sehr schön. Wir haben ihn platt gemacht. Todeskrallen. Alles mit. Ja, Essen. Eine Waffe.
Noch eine Waffe. Okay, und... Danke, das nehme ich. Fast überladen. Okay. Das hat die ganze Zeit so komisch rumgetrampelt. Ah, das ist noch eine Kiste. Ups. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nö, nö. Ja. Nö, nö. Gut. Jetzt ist es still hier drinne. Oh, da ist noch eine Pulle. Die nehme ich mit. Sieht schon mal gut aus, wenn wir hier weiter nach oben immer gehen. Irgendwann müssen wir ja an so einen Ausgang mal rankommen. Oh. Ach, komm her. Dankeschön. So. Ein Ausgang. Perfekt.